Ja, moin Leute, was geht ab, Pikus, und das hier ist neues Gameplay, kommt höher auf meinem Kanal. Und vielleicht hört ihr es ja schon so ein bisschen, ich bin ein bisschen krank, beziehungsweise verschnupft. Ja, ist ein bisschen scheiße gelaufen. Ich wollte eigentlich ja Samstag und Sonntag ein bisschen vorproduzieren, damit ich dann, während ich jetzt hier der Woche schreibe, ich ja meine Abschlussarbeiten und sowas. Und ja, ich habe jetzt aber ein bisschen Zeit gefunden, damit ich jetzt noch kurz den Commentary und sowas machen kann. Also nur Humus, ja. Und keine Ahnung, wann ich krank geworden bin, irgendwie hat das Samstag oder Sonntag irgendwie so angefangen und dann war meine Stimme richtig scheiße, deswegen konnte ich absolut nichts aufnehmen. Und ja, deswegen habe ich ein paar Videos geschnitten. So, ich mache jetzt wahrscheinlich dieses Video über diese Conchita-Wurst bzw. Internet-Intoleranz. Mache ich so ein bisschen Blog-Style, also Julians Blog-Style, so dieses, ja, mit Bildern und so, ganz, ganz was Krasses, ne? Also, ja, kann man sich drauf freuen, wenn man will, keine Ahnung, ja. Die Facebook-Liker wissen sowieso Bescheid, also liked Facebook, meine lieben Freunde, ja. Im Hintergrund seht ihr übrigens irgendwie eine MW2-New, keine Ahnung, nothing special, würde ich mal sagen. Oh, ich weiß gar nicht, wieso ich die aufgenommen habe, ich glaube einfach nur, weil ich ein Gameplay brauchte und das einfach gestern erspielt hatte, ja. Da habe ich einfach gespielt. Und hab die Nuke bekommen und dann dachte ich so, ja, soll ich das aufnehmen? Ja, okay, nimmst du mal auf, falls du mal irgendwie ein Gameplay brauchst. Okay, habe ich aufgenommen. Dann gehe ich raus, Fußball gespielt habe ich, glaube ich. Dann komme ich nach zwei Stunden komme ich wieder. Und dann gehe ich an den PC, will zu Facebook gucken oder sowas, ne? Da komme ich gleich noch zu Facebook, gell? Und dann will ich Facebook gucken, dann was steht da, Alter? Ich habe immer noch aufgenommen. Ey, scheiße, Jungs, ne fucking, ich glaube, das waren 4 GB oder sowas, die scheiß Dateien, ne? Ich habe einfach vergessen, auf den Stopp zu drücken bei der Elgato und es hat einfach 2 Stunden lang Blackscreen aufgenommen, ne? Und ich dachte so, fuck, Alter, weil mein Speicher ist echt richtig am Arsch gerade bei mir, also die Festplatte an sich, ne? Die hat glaube ich, 1 Terabyte Speicher und ich habe noch, boah, ich habe 100 GB frei. Also das ist richtig behindert. Ich habe mir aber schon eine externe Festplatte, muss ich mir demnächst mal kaufen. Ich habe noch eine gerade am Start, aber die gehört einem Lehrer, deswegen will ich da eben keine Gameplay draufziehen, ja. Ja, schon, ich bin schon krank, also das war der erste Beweis, würde ich mal sagen. Na, ich bin jetzt ein bisschen verschnupft, ihr hört das ja, mein... ihr wisst ja, ne? Sorry, Jungs. Und ja, falls ihr, wahrscheinlich, denke ich mal, die meisten von euch haben ja Facebook, ja, seid ihr in dieser bosshaften, wie heißt das denn? Wartet kurz, ich guck kurz. Ich glaube, das heißt die bosshaften COD-Spieler ist die Gruppe, ne? Grüße dabei an Diana, die sollte ich ja mal grüßen. Die macht da mit mir zusammen alle fertig, Alter. Also geht da auf jeden Fall. Die heißt, warte? Die bosshaften COD-Spieler, ne? So heißt die Gruppe, ne? Und da. Da posten 10-jährige Kinder immer ihre krassen Turn-ons in Black Ops 2 hier schön mit der Handykamera aufgenommen. Nichts dagegen, aber ist halt so ein bisschen peinlich, so wenn sie so ihre Hacker-Videos und ich bin der krasseste, Digga. Guck mal, wie krass ich bin. Ja, juckt eigentlich keinen so. Und dann machen sie mal Werbung. Ja, guck mal hier meinen Kanal. 20 Abonnenten, okay Leute, ich war auch mal so klein, aber ja, das nervt halt schon so ein bisschen, wenn man das in die Gruppe postet, die Boss-COD-Gruppe heißt, ja. Wer hat die überhaupt gemacht? Wartet kurz, ich schau kurz. Das war, glaube ich, Apokalypto Twix. Danke an Apokalypto Twix dafür, dass du diese super tolle Gruppe mit 2982 Mitgliedern gemacht hast. Die unterhält mich einfach sowas von. Das ist wirklich eine Mischung. Jungs, das ist eine Mischung aus der Ad-Börse und kleinen COD-Kiddies. Gibt es was Besseres? Gibt es etwas Besseres, meine lieben Freunde? Ich denk mal nicht, ne? Also geht auf jeden Fall mal an die Gruppe. Ich und die Diana machen da gut Leute fertig. Auf jeden Fall Grüße an Diana, ihr wisst Bescheid. Ey, das ist so genial, ne? Gestern hat er, wow, was war denn da los? Da hatte denn die eine da ihr, ja, irgendwie aus Spaß halt so eine blutrünstig, also wie sie so blutrünstig erreicht, hat sie dann reingepostet und dann haben die da so gehatet, ja, voll scheiße und sowas alles und dann da die fertig gemacht und das fertig gemacht und ist auf jeden Fall richtig genial, Jungs. Und was wollte ich jetzt eigentlich noch kurz sagen, Alter? Ich habe ja schon erzählt, dass ich jetzt, das wird das wahrscheinlich das erste, einzigste Commentary an dem, in dieser Woche, vielleicht mache ich das Freitag halt noch ein Commentary und dann lasse ich Samstag uploaden oder irgendwie sowas. Und ja, das war's, Leute. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Stellt mir Fragen auf Ask, falls ihr irgendwas fragen wollt und liked auf jeden Fall alle Antworten, damit ich Fame werde. Sowieso. Also haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, yo! Sinatra. I am literally in the air right now, wrapping up a store. This first class, I am so new at this. Used to ride a metro, let us hit as retro. Like the infrareds on my feet, baby, let's go. Sinatra, what they know me by, logic, what they call me. Gotta catch a flight, but the fans wanna stall me. Life of a dawn, change just gone. Always in a lab with the fresh kicks on. I'm at the MGM, rocking MCM. Bobby Sox on my arm, it's only 10 p.m. Got a rat pack with